Abend. Tag. Wir sind zwei Volltrotteln. Wir sind zwei Volltrotteln. Wir kommen, singen und gängen wieder. Schon nackert aus und verschwindt mit dem im Bett, mit ihrem Schmetterling, dem Schmetterling. 10 Minuten hat's ihm genommen und ist 7-mal gekommen mit dem Schmetterling, und erschreckend war für mich, dass sie schneller kommt für ihn. Schmetterling, der blöde, schierte Schmetterling, der sogar im Villa mitkommt und am Mann fixiert den Schritt. Da ist er aufgerannt, was ist mir blind, meine Hände. Du musst nichts Besonderes können. Gar nichts. Hier ist dein eigener Schreibtisch. Neben und gleich das Raucherzimmer. Mach's dir gemütlich. Zieh Sandalen an. Lampe. Wenn Sie den Song noch nicht kannten, dann werden Sie mindestens bis Montag singen. So ein Urwurm ist das. Dass man zum Chillen einen Ofen raucht und geilen Sex zum Gesundsein braucht. Ich da der teure Omas die Sacken drum und dazwischen geben nicht an die Kinder schlong. Ganz ohne Vorurteil an jeden Meng und in alle nur des Gute sehen. Wann ich da Jesus war, wann ich da Jesus war, wann ich da Jesus war. Wann ich da Jesus war, wann ich da Jesus war, wann ich da Jesus war.
der Didi kommt aus Schrick. Ja. Dort ist der Bürgermeister erstens von der ÖVP, zweitens ist der größte Weinbauer im Ort. Ja. Also gewissermaßen ein schwarzer Drogendealer. Ja. Ja. Und das ist legal! Ja. Ja, die Drogendealer, entschuldige, ein Drogendealer ist ein wichtiger Nahversorger. Ja? Was haben die Leute immer gegen Drogendealer? Das ist ein ehrenwerter Beruf. Kreisler, Trafikant, Drogendealer. Der Trafikant ist auch ein Drogendealer. Mei, reg mich schon wieder auf. Nein, ich muss es anschillen. Bitte chillt alle mit mir, Sie auch bitte. Ah. Alter, sind wir ehrlich? Immer. Ich mein, Kiefer sind nicht gefährlich. Jo, aber da schreibt der Zeitung und im Fernsehen sagt der Sprecher, Kiffen macht dumm und die Kiffer sind Verbrecher. Tja, na klar, das Wort im Mikkel-Leitner, was die hat gesagt, ist mir schreiben und zwar heiten. Unser Anspruch ist es ja, dass die Leute was mitnehmen können aus unseren Liedern und dass sie sich ein bisschen Gedanken über das Leben auch machen. Warum? Erstens können wir uns durch diesen Namen so circa alles erlauben, was wir wollen. Und zweitens haben wir ein Lied verfasst und nachdem dieses Lied fertig war, haben wir gedacht, das kann kein normaler Mensch geschrieben haben, das muss von zwei Volltrotteln sein. Na, man schreibt immer am Anfang Text und Musik. Johannes Glück und Dieter Hörmann, und dann haben wir uns diesen Text durchgelesen, wie er fertig war. Eben der Text im Johanna-Donald-Park, der eigentlich Futschleckerl heißt. Im Johanna-Donald-Park ist er nur ein Tarntitel. Und dann haben wir uns gedacht, ja, das können nur zwei Volltrotteln geschrieben. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich könnten wir uns überhaupt gleich so nennen. Ein Krippewöhn in Asien mit tödlichen Erreger. Ein Anschlag im Irak, ein Militärputsch bei den Neger. Ein Hungersnot im Kongo mit Verreckte ohne End. Meine Frau ist in die Kuchel und mein Taschenrechner grennt. Ein Mure, ein Tsunami, ein Tornado, drei Lawinen. Im Burgenland ein Trottel mit dem Auto auf die Schienen. Ein Steinigung in Teheran, ein Amoklauf im Brühl. Das Wetter morgen nix auf dem Kühl. Die Leichen ziffer war enorm, jetzt sind schon 50.000 gestorben. Ein Wahnsinn herrscht, da kommt was zusammen. Dabei beginnt in Kürze erst das Hauptabendprogramm. Im ersten Film, da hat ein Mann die anderen Leute gebissen. Und einer, wenn er hungrig war, geht er mal ausgerissen. Die Leber hat ein Brot, na, das war uns dann zu dumm. Bei Kopfsendungen mengt man nicht, da schalt man lieber. Ein zweiter Mann hat Opern übertragen, dritter Akt, da hat eine Frau den Haber an den Schädel. Das blühende Bild, das war von Nietzsche, alles blutig rot. Und am Schluss waren in der Oper alle tot. Danach hat's neue News über das Fernunglück gegeben. Die sieben Überlebenden waren auch nicht mehr am Leben. Woanders ist ein Flugzeug in ein Hochhaus reingekracht. Und nachher haben's einen Eichen seins viel zu schriller gebracht. Da haben schiere Aliens die Amis attackiert. Und alles von einem UFO aus mit Laserstrahl püriert. Zur Rettung haben die Amis auf Atomraketen gesetzt. Daraufhin hat's die ganze Welt zerfetzt. Jetzt haben wir bis kurz nach 10 schon 7 Milliarden Tote gesehen. Das Essen ist mit Mühe und Not im Magen und Problem. Aber dann war Chili mit Dominik Campbell. Na, da haben wir geschwimmt. Danke, das ist sehr lieb.